Na, ihr Wundervollen. Seid ihr ready, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben? Und zwar Quests einsammeln und Gegner zermatschen? Hoffe schon. So. Bin am Überlegen, gambeln wir mal hier wieder. Nö. Wohl bei Armor vielleicht. Oh. Oh, so was hätte ich hier schon gerne. Oh, ho, 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 ho. Ab 4600, alles klar. Gamble nicht. Tja, sauteuer. Ah. Das ist in der Wolfskopf. Das ist überkrass teuer. Das ist ja ein 10. Standardmäßig 10 Armor? Nee, nee, nee. Ah, ist auch erst ab Stufe 12, okay. Gern coolere Boots eigentlich gerne. Movements. Ich würde sagen, Gamble Mode activated. Brauchen einen neuen. Ja, brauchen einen besseren Gürtel. 200. Gehen wir aus. Wanna go again? Oh. Brr. Brr. Nö. Gut. Einigen wir uns drauf, gambeln ist nicht so meins. Aber kann es sein, dass es immer das gleiche ist, dass sie beim allerersten Mal dir erstmal was Goldenes geben, damit du auch denkst, ja, aha. Oh. Oh. Das lohnt sich. Los, gamble mehr. War gerade golden, ne? Das hätte ich gern bitte einmal wieder. Dann Verzählung. Craften. Und. Jetzt haben wir es angenommen. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Mal kurz. Jetzt müssen wir also erstmal zur Ruined World. Das können wir machen. Ja, lass uns erstmal dahin. Ich hoffe, ihr hattet alle soweit einen wundervollen Donnerstag. Das Wochenende steht fast vor der Tür. Wir haben es bald geschafft. Also ihr, nicht. Denn oh, ich durfte die Woche mal zu Hause verbringen. Zwar krankheitsbedingt, aber durfte mal zu Hause sein. Bumm. So, kommt das Gift her. Ja. Ja. Hey. Halt. Unser Kumpel fehlt noch. Ohne den können wir doch gar nichts machen. Erscheine, mein lieber Wolf. Bist du da? Ah, bin am Überlegen, dass nicht eine bessere Idee wäre, ob wir den. Oh, hallo. Den Slash nicht zu leveln. Alter. Uiuiuiui, das ist hier aber. Hier ist aber ganz schön was los. Hey, was das? Haben wir es geschafft? Los. Ach, hier waren wir schon. Gehen wir oben lang. Aber was ich auch nochmal sagen muss, das Spiel läuft echt super smooth, ey. Also ich habe ja jetzt nicht so die Hardware-Power. Weil dafür, Heidenai, saubere 60 Frames. Das ist schon was Schickes.
Ich weiß nicht. Ich hätte gern lieber, wenn überhaupt. Ich glaube, wir werden nachher eh auf einen Druiden gehen. Schamane, die Toten sind nicht so meins. Ich glaube, Druide ist nachher cool. Ja, wir werden nachher auf den Druiden gehen. Ich bin so sicher wie das Arm in der Kirche. Und dann... Hier haben wir den Vorteil, dass wenigstens noch der Damage von unseren Minion mit hochgeht. Geht eigentlich als Minion, ja, ne? Ja. Weil das ein Pet ist, dass es irgendwas anderes ist. Damage taken while du. Macht unser kleiner Freund auch noch ein bisschen was. Oh. Ohohoho. Penetrates enemy lightning resistance and lightning will have change of. Ja. Ja. Häufiger springen. Achso, ich brauche. Oh, okay, brauche ich 3 Level-Ups für. Na gut. Dann kommt der Stunt. Na. Aber auch hier eine giftige Nummer. Ah, bleib mal sterben. Los. Da ist er. Da war unser Earthbolt. Geht's weiter? Los. Cool, hallo Großer. Da kommt aus dem Nichts aber auch mal so ein Schaden zusammen. Ey, krass. Richtig krass. Ich glaube, wir gehen wieder hoch. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Alter Schwede. Ups. Gegenheilen. Alter Schwede. Es gibt es aber ganz schön gefährlich. Da hat es unseren kleinen Hundi umgelegt. Steh auf. Gut, wir gehen wieder in die nördliche Richtung. Sah da 10.000 mal besser aus. Na. Schnell kaputt machen. So. Denn wir wollen nicht, dass sie diese Giftkram auf uns schießen. Ändere ich das. Ja. Ja, ist besser so. Ich bin am Überlegen.
Na komm hier, stirb. Weil. Na. Hä? Geh denn her? Oh, oh, oh. Uff. Oh, ich will hier nicht reinspringen. Aber ich muss. Oh. Ja, los. Alter, wow. Easy. Da, easy. Oh. Ui, 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 ui. Ah. Den Wipe. Den Swipe, glaube ich, brauche ich nicht leveln. Weil ich hier oft genug Area of Effect habe. So, ich gehe wieder umlang. Zwei Nebenquests brauchen noch ewig, bis wir da sind. Dauert noch 100 Jahre. Das jetzt hier erstmal. Dummliche. Bist du das? Na. Okay. Muss ich mal auf jeden Fall meine HP im Auge behalten. Okay. Okay, okay, okay. Was wartet denn hier auf uns? Alter, sieht das geil aus. Ich kann es gar nicht genug betonen. Cool, ich finde, wie das Spiel aussieht. Wo ist dein, wo ist euer Spawn-Kram? Habt ihr gar keinen? Nee? Na gut. Da. Wird er immer sterben? Der kleine Wolf. Muss ich ständig mit dieser Giftsuppe rumprügeln. Okay. Ab ins Suchgebiet. Sieht doch immer finster aus jetzt. Hin? Let's face beyond Shadowwoods. Okay, da sind wir doch. Oh. Ich muss echt sagen, die weißen Items, die hätte man auch eigentlich, die kann man auch weglassen. Ich verstehe das immer gar nicht, was der Quatsch soll. Vielleicht habe ich bloß noch irgendwas nicht verstanden, was man damit machen kann, aber. Macht das. Müllt ja nur das Inventar zu. Oh, neue Gegner. Pro.
Es kann auch ziemlich nach hinten losgehen, nachher mit den random Angriffen. Aber solange wir sind. Also ich müsste jetzt rechts lang. Bin am überlegen, ob ich mal einfach komplett die andere Richtung einschlag und nach links gehe. Mal gucken, was passiert. Hä? Ice Beetle. Ein kleiner Eiskäfer. Schön am Leben bleiben, ja? Oh. Infinit. Oh wow. Das ist ja uncool. Der ist wirklich nur für den einen Raum. Hm. Das ist schon. Igittigittigitt. Spindchen. Bam! Ich stehe einfach drauf. Ich stehe einfach drauf, in die riesige Massen reinzuspielen. Okay, wir aktivieren erstmal die Brücke. Aber was schon mal ein krasser Unterschied zum Archer ist, du kannst mit dem wenigsten sprinten. Und dadurch kannst du auch ein paar Meter machen mal. Dem Kollegen hier ist das ja. Aha! Ihr seid also eher so eine Kategorie Zombies. Aha. Lass mich. Nein, ist. Brauche ich nicht. Auch nicht. Hm. Das ist Diablo 4, Jeff. Das hast du genau richtig erkannt. So. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich verschrieben habe im Titel. Aber ja, das ist Diablo 4. Bam! Uah. Okay, den interessiert das gar nicht. Uah. AP fast down. Yes. Neuen Skill unlocked? Hm. Okay. Was machen wir? Was machen? Lightning Resistance, Cold Resistance. Ist eigentlich im Moment ganz gut. Super Deluxe. Super Duper Deluxe Premium Vorabzugang. Ja, nee, ich hab, die Version danach habe ich mir geholt. Also beziehungsweise hat mir Blizzard geschenkt. Und ja, bei Blizzard und ich, wir sind ja so. Dementsprechend haben die mir einfach mal was zukommen lassen, was ich auch ganz nett finde. So, was ist das? Frontline Deals. Das ist nett. Wenn ich, das jetzt kommt doch so eine Welle oder nicht? Oh! Mh. Ah, genau sowas hätte ich gerne mehr. Nee, das ist nur die nicht-arme Leute-Version. Da kann man bestimmt viel machen mit. Eieieiei. Ach, komm schon. Oh, Experience Shrine, den nehmen wir mit. Ja, wenn es im Angebot ist, dann hole ich mir das auch, aber wahrscheinlich, ja, Befehl sind schon da. Ja, wahrscheinlich. Aber wie schon gesagt, also das Ding ist, ich
Also das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist, ich habe am Anfang versucht, ein bisschen Story zu lesen, aber es ist so bedeutungsschwangere Kram, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und vor allem, wenn es dann auf Englisch ist, habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Okay. I also detect other humans. They won't live there for long. You are the only other living being that isn't acting like their head. If you can find a way deeper into the caverns, of course, that could be a problem. Do not worry, though. There are clusters of pyre, and that's good then. Hurry and find a way in there so we can save the humans. Gut, ja. Können wir ausprobieren. Sternstein, Enter, Leaving. Okay, Portal is Failure. Achso, aber ich habe sowas nicht. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Okay. Ich kann leider nicht in Dungeon rein. Genau, also ich mache hier wirklich nur Looten und Leveln. Aber es fetzt schon, weil, wie schon gesagt, ich hatte eben gerade darüber gesprochen, du hast echt viele Möglichkeiten so. So zum Beispiel habe ich hier unten Skills, dann kann ich den Skills hier oben, kann ich mir separate Skills aussuchen und die haben dann nochmal einen extra Tree, den ich skillen kann. Das habe ich jetzt bei 2. Dann habe ich hier noch Skills, die ich bekomme, dann habe ich ab Stufe 25... kann ich mir aussuchen, ob ich Beastmaster, Shaman oder Druid macht. Dann habe ich hier unten nochmal zusätzliche Skills. Also du hast schon eine ganze Menge zu tun, glaube ich. So. Und ansonsten, aber was ich mal wirklich sagen muss, das ist rein technisch, ist es wirklich abgefahren. Das Game läuft super flüssig, sieht schick aus. Also, das finde ich schon krass. Da bin ich auch schon ein bisschen tempted von. Und du kannst zum Beispiel auch Ausrüstung hier zum Beispiel verbessern. Ist auch ganz nett. Wieso habe ich keinen Gürtel? Doch, habe ich. Der ist golden. Hier, pass auf. Zum Beispiel schmeiße ich dann hier den Gürtel rein. Und dann habe ich hier Anzahl von Materialien. Die habe ich mir dann immer geholt. Und dann kann ich die verbessern zum Beispiel. So. Plus one Fortune Potential. Und dann sehe ich Increase Minion Damage. Yeah. Dann kann ich den noch höher machen. So. Plus 2 Lightning Resistance. Ich möchte aber, genau. Machen wir das hier rein und dann kann ich nochmal meine Ausrüstung. Und er hat einen Schmiede. Genau das ist es. Und das finde ich auch cool. Also das ist super benutzerfreundlich bisher, das Game. Ganz wenige Sachen, wo ich so sage, das ist jetzt aber kompliziert gemacht oder unnötig oder keine Ahnung. Kannst immer alles on the fly machen. Und das Gute ist, also ich weiß nicht, ob das gut ist, für dich persönlich so als Spieler, man sammelt nicht so viel Müll ein. Also es fliegt viel Müll rum, aber du kannst eigentlich alles ignorieren, was nicht Gold ist. Und das kannst du dann nachher verkaufen. Aber am meisten Gold sammelst du wirklich durchs Einsammeln jetzt von den Gegnern direkt. Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel Level Up für meinen Angriff, für den Tempest Strike. Und jetzt kann ich mir eine Skillstufe aussuchen, was ich gern machen möchte. So, den habe ich jetzt hier auf Erde. If you change the class. Nee, den wollen wir nicht. Und das ist eben relativ cool. Ja. Also okay, das Skillsystem jetzt mit den einzelnen Skills, sag ich mal, die Trees ist völlig anders als bei PoE, aber ich find's schon eigentlich super cool. So. Was eben, also es ist wirklich übelst benutzerfreundlich und mich wundert das. Ich möchte nämlich mehr höhere Wahrscheinlichkeit machen, dass die Earth Spikes kommen. Mich wundert jetzt, dass es noch Open Beta ist.
weil es echt gepolished sich anfühlt. Oder ist es so Beta, Early Access? Irgendwie so. Ist ja noch nicht voll raus, das Game. Und dafür finde ich es wirklich krass. Und ich habe auch schon Nekromanten gespielt und einen Archer. So, der Archer, der ist, da ist natürlich volles Ballett. So, aber so fetzt das. Hey, wer bist du denn? Ich würde bloß gerne ein bisschen mehr die einzelnen Skills würde ich gerne mehr machen. Also nicht nur die drei, also nicht nur die zwei, die ich bisher ausführen kann, sondern ein paar mehr und dann ein bisschen mehr rumprobieren. Das wäre eigentlich ganz toll. Also das ist so der einzige Trick, den ich so habe. Und ich glaube, mir hätte der Ranger, also mir gefällt der Ranger erstmal besser, also so vom Spiel, aber ich habe den auch bisher zu wenig gespielt. So, bloß der Ranger, der hat sich so cool angefühlt, weil du die ganze Zeit am Kies drücken bist. Also du hast da die ganze Zeit zu tun. Weil der, seine Angriffe so schnell hintereinander kommen. Ja, und Necro fand ich langweilig, weil du beschwörst Gegner und dann triffst du damit einfach durch. Und dann killst du die. Auch das Teleportationssystem ist sehr einfach. Du kannst immer porten hin und zurück. Die, es ist sehr gut, finde ich, gesetzt, die Abstände der Teleporter. Also es ist wirklich... So. Also, overall kann man sagen, it feels good, man. So, das wollte ich damit sagen. Dass ich das Ganze hin und her schwadroniere. Ich glaube, zu zweit bockt das dann nochmal eine ganze Nummer mehr oder mit jemand anderen, aber das ist schon erstmal ganz cool. So, weil es bestimmt auch Skills gibt, die jetzt überhaupt keinen Sinn machen, also das so auszuprobieren. Aber gut, vielleicht ist das ja nachher so wie bei Diablo 2, dass sie eben eine gute Möglichkeit hast, so, dich zu leveln und dann ein bisschen mit den Skills rumzuprobieren. So. Achso, und Gegnervielfalt ist auch ganz gut. Also jetzt haben wir zwar nur Spinnen, aber ansonsten pro Abschnitt sind immer andere. Das passt schon. Jo, den Lurk mal. Danke für den Lurk, sagt man, glaube ich, in Streamer-Fachkreisen. Ja, das würde ich gerne mehr leveln. Den Erdangriff. Badum. Oh, cool. Haben das erste Mal gute Hörner gefunden. 12. Achso, increase physical damage, minion damage. Increase damage over time. Plus 1 summon. Ah, okay. Geht aber. Na komm, machen wir den. Ey, wieso geht das nicht? Es ist doch für den Kopf, oder nicht? Ach, lol. Ich schleppe die ganze Zeit den Müll mit, anstatt den auszurüsten. Oh, ich bin die ganze Zeit davon... Was ist das denn? Die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es Kopfschmuck ist. Ich gehe erstmal oben weiter. Diese Sprünge sind auch geil, ey. Na, na, na.
Oh. Ey, bleib stehen. Der ist wirklich weggelaufen. So eine feige Spinne, du. Oh ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, was den Tempest Strike angeht. Eigentlich im Großen und Ganzen ganz okay. Hm? Oh. Werden direkt angelegt. Also den Kram kann ich mal wegschmeißen. So. Transferieren, sortieren, analysieren, deplatzieren, afrotisieren, angreifen. Und jump! Oh, das war ein Stückchen zu weit. Hey, es ist schon toll. Oh, Stufe. Na, langsam muss ich auch mal wieder treffen. Wenn ich schon auf die Gegner raufspringe. Sollte zumindest ein solider Genickbrecher drin sein. So, was haben wir denn hier? Ah, Isilda, ich danke dir. Und seit 6 Monaten bist du dabei. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Von allerersten Tag des Imperiums an. Ah. Wo wäre ich nur ohne dich? Aber hi. Summoning Stormcrowns. Okay. Wir gucken, wenn mal was passiert, wenn wir die holen. Oh, hohoho. Geld ist hier unten frei, okay. Darf ich vorstellen? Meine 2 Todescreme. Ja, aber nicht so toll. Aber nicht so toll. Mein lieber Isilda. Wer weiß, ob ich ohne dich die Motivation gehabt hätte, Spiele wie Grandia durchzuspielen alleine im Stream. Du hast mir das schon erleichtert. So, halt! Auf da! Ja, Jeff ist ja mein On-Stream-Freund. Du bist ja mein Off-Stream-Freund. Und On-Stream, eigentlich auch On-Stream. Ich sehe uns jetzt sowieso schon wieder wie die bekloppten, Gott, wie heißt unser Spiel? Das allererste, was wir im Multiplayer zusammengespielt haben. Wenn der zweite Teil davon jetzt rauskommt. Dieses taktische Rollenspiel. Nein, nicht Corekeeper. Wie heißt denn das? Wo man in Rundenstrategie gekämpft hat und so. Kommt jetzt nicht auf den Namen. Gibt's doch gar nicht. For the King, genau. Wenn For the King 2 rauskommt. Apropos, ich glaube, ich bin... Also, falsch bin ich nicht, aber... Hm. Okay, ich mag die 2 Donnervögel schon mal sehr.
Oh, The King, ja, das war unser, also mein, also der erste Teil, den haben wir noch zusammen gespielt. Der zweite kommt ja jetzt erst raus. Ey, die Vögel sind wirklich cool. Oh. Link. Aha. Erstmal Transfer. Use Critical Strike Chance. Naja. Weg damit. Was ist das hier? One to poison strain to all attributes. Ja, lol. Ja, aber sowas von. Nein. So. Das ist ja insane. Leider machen wir keinen Giftschaden. Nee, ja, achso, ja, da hast du recht. Aber meinte jetzt der erste Teil, den wir zusammen gespielt haben. Warte mal ganz kurz. Du weißt schon, was ich meine, ne? Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, wie wir vor The King zusammen gesuchtet haben. Und dann, wenn der zweite Teil kommt, denke ich mal, wird das gleiche ebenfalls passieren. Nein, Günther vermisse ich nicht. Isilda habe ich viel, viel lieber als Günther. Sehr, sehr viel lieber. So, wir müssen jetzt aber ins Necro-Camp. Warum? Keine Ahnung. Aber da ist ein Pfeil. Er sagt, wir sollen es machen. Also tun wir es. Tod. Gedodged. Sind eh Quatsch. Oh, Experience Shrine. Experience Shrine. Komm, schnell. Ey, wieso kommt er hier, wenn ich schon alles geklärt habe? Das ist ja eine Frechheit. Ja, nee, das stimmt nicht so gern, mein lieber Isilda. Du bist nicht, das ist dein... Das ist vielleicht dein... Das ist dein Online-Schutzschild. Also ich sag mal so, mit Günther könnte ich Schwierigkeiten, eine 12-Stunden-Session Civ zu spielen. Nein, hier war ich schon. Ja, XP. Alter, die spawnen ja hier alle wieder. Ist ja insane. So, aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Oh, alles schon abgegrast. Ups. Den Dicken würde ich gerne nochmal hier mitnehmen. Hm, so dick war der gar nicht. Machen gut Schaden, die Vögel, ey. Oh. Ja, aber sowas von. Wird einmal kurz sortiert. Messing Setting. Nee. Irgendwas. Ach ja. Und wir können zwei sagen. Du, aber was sagen die anderen? Ja, das interessiert mich ja nicht, was die anderen sagen. Mehr Health ist egal. Jetzt Physical Cold Limic, dann choose Bonus Adult While Act. Ohohohohohohohoho, aber sowas von. Machen wir den hier auch nochmal. Und. Tempest Strikes and Earth Spikes hat increased chance to stun enemy. Ja, aber nehmen wir mit. Ach,
Wir könnten das auch nochmal alles zurücksetzen und auf Blitz gehen. Na gut. Wir machen erstmal so weiter. Ah, ich wiederhole mich ungern, aber nennt mich Thor. Ich könnte doch auch bestimmt... Okay, warte mal. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich will mal was gucken. Oh, der Große hier wieder. Ich wollte was gucken. Bei den Skills. Guck mal, ich bin ja hier eh schon auf Erde und der ist sowieso in Kombination. Ach, ist mit Eis, ne? Hier hinten ist Lightning. So könnte ich natürlich auch rübergehen. Das Memo bei Pen and Paper. Der, das ist ein Hunter von Exe, der hatte mich angeschrieben, gefragt, ob er mitmachen kann. Da habe ich ja gesorgt. Ich habe ihm ein paar Streams zugeschaut. Ist ein sehr, sehr lieber. Also eine sehr nette Persönlichkeit. Genau. Und weil er mich direkt gefragt hat, habe ich gesagt, er kann gerne mitmachen. Oh. So. Problem ist jetzt bloß im Moment der liebe Tylarius, weil ich finde mit dem irgendwie keinen Termin. Und so langsam wird das anstrengend. So. Ja, nee, der ist out, der streamt auch, ja. Oh, lass mich in Ruhe. Hier wird gematscht. Nicht weglaufen. Ah, da kann ich immer ein bisschen... Ich glaube, ich sollte mir angewöhnen, auf den ersten zu klicken, wenn ich so einen Sprungangriff mache und nicht auf den letzten. Hä? Er sich wiederbelebt? Bam! Ah, kommt ihr klar? Oh. Udi. Dann gucke ich mal, kann ich das auch noch einsammeln? Jo. Increase Critical Strikes, okay. Dann würde ich sagen, benutze ich mal das Portal. Und verkauf den Stuff. Yes. Hallo. Ich würde einmal gerne das verkaufen, das verkaufen, das, 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 das. Den nicht. Genau nicht. Hm. Siehst du, das könnte ich auch mal bald auswechseln, mal. Beigekauft. So, hast du irgendwas Schönes für mich? Hm, nö.
Guck mal, vielleicht kriege ich auch ein cooles Alumet. Alumet. Bin auch klasse. Amulett. Sagen. Oh. Hohoho. 1600. Da ist ja nochmal ein bisschen was reingekommen, ey. Ach, der ist diesen für die Potion-Slots zuständig. Ah. 1200 ist ganz schön teuer. 5 für uns. Alter. 3000. Dann bin ich mit einmal all mein Gold los, wenn ich das verkacke. Nein, danke. Da gehe ich denn lieber weiter rein. Oh. Greetings. Hallo. Ah, nein. Oh. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. So. Eine, nein. War doch nur kurz weg. Und dann sowas hier. Kommst du wieder, mein Freund? Brauche dich an meiner Seite. Kleiner Fliegender, super. Freund. Hm? Ja, dann gehen wir mal hier lang. Hup. Oh. Au. Hey. Hat irgendwas Krasses gedroppt. Rune of the Dance. So. Change an item into a unique. Oha! Or a set item of the same type. Das hört sich ja nice an. Nein! Das jetzt. Drinne? Ach, der ist da drinne. Oh Gott sei Dank. Okay, cool, 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 cool. Cool. Hm. Wir können Quests abgeben. Sogar zwei. Greetings. Ebenfalls Greetings. Hi du. Das raff ich hier einfach nicht. Den hier. Ja, das ist genau das gleiche, wie wenn ich unterwegs bin. Apropos raff ich nicht. Plus 25. Increased Damage over time. Plus 1 to all attributes. Preis Stufe. Alles Müll. Das ist alles Müll. Monsieur Verkäufer, können Sie mir richtig coolen Stuff verkaufen? Richtig, richtig coolen. Ja, nein, vielleicht. Na gut, dann eher nicht. Achso, die beste mich dann auch noch an. Sag ich dir nicht. Meine Existenz ist ein Geheimnis. Okay, da gibt's der Quest. Da geht's dann wieder woanders hin. Okay.
Das finde ich aber, das könnten sie ruhig mal lassen. Das nervt mich so ein bisschen, dass jedes Mal, wenn ich auf die Map gehe, das jedes Mal wieder weg ist und ich das jedes Mal erneut aufdecken muss. Auf dem Hub. So. Das finde ich schon sehr quatschig. Aha, okay. Ich gehe mal davon aus, dass das die Quest ist. Mit den zwei hier. Hier habe ich Senti und Senti. Habe ich doch jetzt. Ach da. Find the last. Okay. Okay, gut. Wir gehen erstmal runter. Und nun erscheint meine gefiederten Freunde und haut Blitze in die Gegner rein, auf dass sie nimmer wieder erscheinen. Ach, den Zweifel habe ich ja komplett rausgenommen. Okay. Ja, das war richtig fahrer Mist. Das war eine gute Idee. Hi! Wer seid ihr denn? Und wieso sehe ich eure XP nicht? Da, ihr, eure Health nicht. Hey, denn ei. Sei doch mal nicht so. Ja, wenigstens eure XP zeigen, ey. Eure HP zeigen. Wenn ihr euch schon mir gegenüber stellt. Oh! Hi. Upsi. Schaden. Sehen aber auch ein bisschen eklig. Oh, neues. Eine Ausrüstung. Sogar equipable. Oh, ich hör's doch. Ich mag das, wie meine Raben sich mit allem und jenen anlegen. Nice! 36 Armor, aber sowas von gekauft. Hm. Wir sogar noch ein bisschen besser machen, wa? Intelligence, Mana, Dodge Rate. Ho! Machen wir aber nicht. Bloß mal gucken, wie es aussieht. Gut, dann geht's erstmal weiter. Du stehst jetzt aber ganz schön alleine, ey. Upsi. Ich glaube, ein bisschen mehr Schaden wäre gar nicht so schlecht auf den. Auf meinen. Area. Earth. Area of Effect. Aber. Ey, hier ist doch schon wieder eine. Wo ist er? Wird das schon. Der Zeug rumfliegen sehen. Da. Das war eine Menge Sharps. Uiuiuiui. Ei, HP down. Nein! Hallo? Musst du ganz los. Jo, viel Start, danke. Ich bin jetzt erstmal down. Aber. Ich kann auch Dinge einsammeln.
Da haben wir einen kleinen Bug gefunden, würde ich sagen. Ja, dann traveln wir mal. Mal gucken, was passiert. Ich würde sagen, wir sind nicht gestorben. Hat keiner gesehen. Und dass keiner gesehen hat, machen wir mal weiter. Wieder angewöhnen, dass da eine Kamera ist. Oh. Oh. Ist doch jemand, der Schaden macht. Echt. Aber ist das nicht nett vom Spiel, dass es mich nicht sterben lässt? Ist ich lieb. Oh, tot. Na. Ausrüstung. Sowas von. Endlich sind wir diesen hässlichen Helm los. Und wie viel Armor? Von 12 auf 16. Aber plus 3 Stärke. Das ist auch was. Kannst du mit wen anders noch mal machen? Gehen rein! Na, nein, aua! So. Dann den. Und noch mal rein. Was ist er denn? Wer will uns hier was Böses? Okay, increase damage. Bin mir unsicher. Schon ein bisschen gegenheilen wollen. Ja. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Achso, was haben wir noch an Items? Ach. Hat der nur plus 1, der hat plus 3. Doll, doll, doll. Holy Math. 30. Ist schneller. Zwei auf alle Attribute, das ist doch 10, 7. 4 Slots. That Void Fire Resistant. Wir haben überhaupt keine Magic Damage. Aber es ist ein Potion Slot mehr. Nehmen wir den. Transferieren erstmal. Oh, was ist das denn? Was macht der? Increase Lightning Damage. Ah, ha, 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 ha. Perfekt. So, was ist mit dem hier? So. Will ich den noch krasser machen? Kann ich den noch krasser machen? Physical Damage hätte ich gern nochmal hoch. Hey.
Na dann weiter. Aber so ein abgebrochenes Schwert strahlt jetzt auch hier nicht die größte Decke aus. Da. Frage ist, macht sich das schon bemerkbar, das bisschen? Denke eher nicht, aber ich kann es mir ja einreden. Werde ich das auch tun. Jetzt mal einfach einreden. Ha! Stirb! Nixes, du bleibst hier. Ich lasse dich nicht nochmal abhauen. Oh, und tot. Halt! Achso. Ich hab deinen Papa, hab ich kalt gemacht. Du wirst nicht. Ja, toll. Komme ich genau jetzt? Eine neue Maze. Ist immer noch slow. Wir bleiben dabei. So wie wir jetzt kämpfen, was das? Au. Du bist aber hässlich. Also, ich wollte dich damit nicht beleidigen, aber... Aber hübsch ist was anderes. So, ich habe Pampelmuse aus dir gemacht. Habe ich einen coolen Decker gefunden. Inside the chased bird on the silk that appears enchanted to protect... Ich sag doch nicht. Warum sollte ich das lesen? Könnten auch einfach hinschreiben, Schwafelei, Schwafelei, Schwafel, großes Schwafel, viel Schwafel, da ist er tot. Viel Blabla und kein Inhalt. Da ist er schon wieder. Nichts mit weglaufen hier. Ups. War sanft vorbeigesprungen. Okay, da geht's wieder zurück. Ah, den nehmen wir noch mit. Einmal für die Items. Was war's denn hier, ne? Ja. Yep. Dann gehen wir den. Aber das ist doch Two-Handed-Sword, ne? Ja. Kann ich nichts aus. Poison Damage. Uninteressant. Wie ist Minion Damage? Aha. Das wären sogar 5. Nehmen wir doch den. Ja. Ja. Acht Health, 22. Hätte ich schon lange verkaufen können.
Ich habe das Gefühl, das Zeug mitzunehmen lohnt sich einfach mal überhaupt nicht. So. Also ich sammle die Items wirklich nur, weil ich es gewohnt bin, Items zu sammeln. Ah, ha, ha. Ah. Riot Chant of Fast Lightning Bolt. Was ist das hier? When Earth Spikes and Lightning Bolts shut six or... Oh, hohohoho. Und wenn ich eher in die Richtung? Und dann hier? Ja, machen wir. Hier rüber. Hier rüber. Und hier rüber. Was ist das? Your Fire Chance of... You can no longer Northern Wind. Northern Wind? Ist das hier oben irgendwo oder ist das allgemein? Ist es denn allgemein Wind? Okay, ist dann weg. Kann ich den wieder resetten? Eigentlich ganz cool. Move spends point of your chosen version. Each point remove where reduce. Thomas move all skill point and appearance skill and allow you to. Ooh, hallo Blackie. A new skill with set at your minimum level. Ich würde hier einen removen wollen. Und zwar den. Ist der jetzt weg? No. Also das ist jetzt komplett weg oder was? Oh, was ein Quatsch. Das ist ja super Quatsch gewesen. Okay, okay, okay. Kann ich den bitte wieder haben? Ich lese jetzt einfach genauer durch, da steht das doch. Ja, aber ich habe vielleicht eventuell gehofft, nee, das steht da ganz eindeutig. Das ist wieder für einen Quatsch machst, ne? Stand da doch. Ja, tut mir leid, ich weiß. Ja, nix, tut mir leid. Ist einfach zu blöd. Es tut mir leid. Na gut, was soll's. Wir machen erstmal weiter. Okay, jetzt sind wir hier wieder im Spinnenland. Upp. Da unten muss ich doch nur hin. Das ist ja easy. So. Und ihr sterbt bitte einfach. Ah, ey. Ich bin ein bisschen erschrocken. Das war ganz schön viel gerade. Kennt ja kein Mensch, was da vor sich gegangen ist. Absolut niemand. Aber ich muss mal gleich auf die Map gucken. Ob hier nur ein Weg gibt. Ob es mehrere gibt. Es gibt
Mehrere Wege. Okay. Ey! Haut ihr mir hier auf meine Vöglein oder was? Lass mir meine Raben in Ruhe. Ah! Neuer Sprung und neue Skill. Na komm, wir nehmen noch ein bisschen Lightning Damage. Ich mag keine Aufmerksamkeits-Online-Minus-Löcker. Wieso denn nicht? Löcken ist voll okay. Ha, wir können es machen. Wir sind Odin. Thor. Weiterer Feind wurde vernichtet. Ah, stirb! Wow, hier ist aber eine ganze Menge los. Hi. Oh oh. Los, reinspringen. Ah, der ist besonders krass. Okay. Dann stirbst du als erstes. Oh, so schnell geht das. Items mitnehmen. Ah, komm schon. Ich bin doch ein super Klicker, oder was? Ich kann mir keiner erzählen, dass ich nicht super gut, auf Gegner klicken kann und die rechte Maustaste drücken. Das ist der Skill, der vom Videospieler verlangt wird. Uah. Könntest du bitte sterben? Danke. Das sind ja mehrere. Aua. Aua. Bin ich ja gar kein Freund von. Aber meine Raben leben noch, ne? Das ist das Wichtigste. Die dürfen nicht drauf gehen. Tut irgendwer meinen Raben weh, tue ich ihn weh. Es matscht so schön. Liebe es. Den nehmen wir auch mit. Das transferieren, sortieren und weiter den Gegner malträtieren. Okay. Hier geht es offensichtlich nicht weiter. Wahrscheinlich ist das die Tür, die ich außenrum bedienen soll. Dann bediene ich sie außenrum. Doch auch einfach runterspringen, oder nicht? Lass mich nicht. Warum lässt man mich nicht einfach ein bisschen betrügen? Alter. Die ganzen kleinen Spinnen. Boah. Ist schon eklig.
sich das Mistvieh wiederbelebt. Ich glaub das nicht. Aha, Nebenquest ist rechts. Ist ab. Oh Gott, da müssen wir mal. Warte mal. Oh, ganz schönes. Soll aber in dem Gebiet hier sein. Gut, dann gehen wir erstmal dahin. Ich frage mich, warum ich das die ganze Zeit noch nicht gesehen habe. Hey. Ist nicht euer Ernst. Aber es ist süß, wie sie es versuchen. So. Oh. Ah. Okay. Ich habe eine Quest erledigt. Keine Ahnung welche. Keine Ahnung, was die Herausforderung war. Aber wir haben es gemacht. Damit gebe ich mir eine 5 von 5 Punkten. Diese Massen an Spinnen, ey. So. Ne, wir wollen hier lang. Ah, noch mehr Spinnen. Oh, das ist Shield. Jetzt. Ich hoffe einfach, dass wir da hinten wieder nach links kommen. Ja. Wie ich es vermutet hatte. Ich habe einfach mal Level Design geskillt. Bam! Ach ja, ist das schön. Ist was Schöneres als mit einem Zweihänder in Gegnermassen rein zu jumpen. Ich glaube nicht. Ich benutze echt meinen Stuntschrei viel, viel zu selten. Ohohohoho. Klingt leider mir gar nicht. Haben wir hier irgendwelchen Müll, den ich wegschmeißen kann? Ja. Da habe ich ihn schon gesehen. Wie schon gesagt. Ich gucke jetzt nochmal, was ich für die Items kriege, wenn ich sie jetzt verkaufe. Ohoho. Etwas Wundervolles ist passiert, meine Freunde. Wir haben einen weiteren Platz freigespielt. Für einen weiteren Skilltree. Wir werden uns gleich darum kümmern. Aber was machen wir? Ich nehme wir. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so unfassbar aufgeregt. More melee damage und low hit. Oh, ich habe gleich nur einen Skill.
2 Skills unlocked. Dann gucken wir uns doch mal die Schlange an. Achso. Ein Poison Attack. Ja, ich mag meine Raben. Gut, was nehmen wir denn jetzt? Oh, ich habe dann auch gleich 4 Punkte frei. Also. Welchen Skill nehmen wir rein? Ich hätte ganz gern gehen. Ich weiß aber nicht. Kann ich Passive da rein tun? Ja. Okay, ich kann da alle rein tun. Die, die ich schon drin habe. Macht das Sinn, einen passiven Skill da reinzupacken? Also der Warcry, den benutze ich zwar relativ selten, aber der ist ja eigentlich richtig gut. Ich weiß aber nicht, was der bringt, was der für einen Skilltree hat. Kann ich das irgendwo sehen, bevor ich da die Punkte investiere? Die ich schon irgendwie ganz cool finden, wenn ich wenigstens mal vorher checken könnte. Aha. Kann ich es jetzt wieder entfernen? Wenn ich jetzt auf zurückgehe, jetzt sage ich mal den nehmen. Nein. Gut. Dann schauen wir mal. Was kann er denn? Rosskrauer. Okay, er kann auf jeden Fall Schaden schon mal machen. Das ist doch nicht schlecht. One second. Größere Reich. Also haut die weiter weg. Warcry Large Area. Das ist natürlich auch cool. You and your allies gain increases für 4 Sekunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist hier alles Necro-Stuff. Warcry puts enemy instead of knocking them back. Ah, das ist natürlich auch nett. Natürlich darauf an, was du hast, ne? Na gut, den machen wir auf jeden Fall. Könnte ich mich auch heilen? Warum eigentlich nicht? Okay, now restore our health. Ja, eigentlich habe ich genug HP. Wir machen ihn erstmal ein bisschen besser. Larger Effect. Walker now freezes enemy instead of stunning them, but it's no longer not back. Okay. Ja, leider haben wir nichts mit Eis. Nichts mit Blitz, das wäre richtig cool. Oh, höhere Melee Damage ist natürlich auch nice. Für wie lange? Waffe eine Sekunde. This increase duration additional maximum stacks. Okay. Die nehmen wir. Stun und dann draufhauen. Das ist doch das, was wir wollen. Also wir werden jetzt rausfinden, ob wir es wollen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das so eine tolle Idee war. Ach doch. Ach doch, das ist schon okay. Die Frage ist, ob es eine tolle Idee war, den Warcry zu nehmen. Aber ich wüsste auch nicht, wo man sich die Dinge mal passiv in Ruhe, wo man sich alle mal durchlesen könnte. Natürlich auch interessant.
Ist denn Quest abgeben oder was? So, dann lasst uns mal schauen. Wie viel Geld machen wir jetzt durch den Verkauf? So. Wir sind im Besitz von 3287. Will ich das behalten? Behalte. Schütze. Ja. 400 Gold. Das ist jetzt auch nicht nichts. Ist schon okay. Da waren wir schon, da wollten wir hin. Dann lass uns reingehen. So. Halt. Ohne unsere Freunde machen wir gar nichts. So, Farms, gewöhne mehr an. Warspell zu machen. Ach, hier ist schon die Quest. Cool. Aua. Das ist giftig. Mit dir? Ah, oh, da klebt doch schon wieder eine. Ah, a living human that is entrapped with void. Can you understand me or are you mad like the rest? Ja, ja, ist okay. So, perfekt. Gut, dann gehen wir weiter suchen. Sind sie? Eine Frage, nächste Frage. Welche haben wir denn jetzt? Imperial? Okay, sind wir drin. The Last Imperial. Da sind wir gerade. Okay. Ah. Oh. Was siehst du? Ich wollte noch mal gucken. Warcry, wo ich das, wo ich Buffs eigentlich sehe. Da! Habt ihr das gesehen? Muss ich aber ganz schnell reagieren, ey. Halt, 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 halt. Uiuiuiui. Kaputt? Kaputt. Und so habe ich randomly irgendwas zerstört, was irgendwas macht und irgendwas anderes ebenfalls beeinträchtigt. Ich rette die Welt by accident. Oh. Raus aus der Giftwolke. Ich sagte raus aus der Giftwolke. Oh.
Na, na, na. Au. Habt ihr gesehen? Ich hab die Truhe gestunt. Oder die Kiste oder... Ja, komm. Wir wollen hier rüber. Den Stormlord und dann wollen wir den hier. Wenn wir irgendwann mal auf Gegner treffen, wo Blitze uns nichts bringen, haben wir ein fettes Problem. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Blitze das sickeste Mittel der Wahl sind und da keiner was gegen machen kann. Ey! Schon wieder einfach auf mich zugelaunt. Und dass der Berserker-Modus genau für eine Sekunde geht, ist ja wohl mein Witz. Was willst du denn in einer Sekunde machen? In der Zeit habe ich ja noch nicht mal den nächsten angeklickt. So, rauf. Vorher schon allein 5 Sekunden, um den nächsten Skill immer auszuwählen. Na. Sind echt mutig, die geben nicht auf, ne? Die kommen immer wieder. Hallo, ich habe alle drei irgendwas zerstört. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Fragezeichen. Sind wir jetzt einfach nur im Kreis gelaufen? Hm. Gut, wir haben irgendwas gemacht. Gerne im Kreis gelaufen. Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendeine Backyard-Tür geöffnet. Jetzt sind wir wieder alle glücklich. Hoodie. Hab ich gemacht. Was müssen wir hier noch machen? Observe the Ritual. Ist das auch hier? Find es bla bla bla. Stimmt hier. Und hier. Hm. Wird schon richtig sein. Ja, es sieht verdächtig aus nach, wir sollen das Ritual hier beobachten. Also, alles schreit hier nach. Achtung, Ritual incoming. Okay, meine zwei gefiederten Freunde. Seid ihr fertig für die nächste Schlacht? Yes. Excellent work. We expect no less. Did you find both relics? I have them here. Okay. Ja. Wer hätte damit rechnen können? Oh. Wie war das gerade mit, wenn Blitz-Dude kommt, werden wir ein Problem kriegen? Okay, also wir werden seine HP auf jeden Fall nicht zum Schnellsten bringen, aber... wir können ihm Aua weh machen.
Ja, okay. Also der Erdangriff, der macht schon mehr Schaden. Mach ich den von hinten einfach. Nein. Aber durch mein Lightning Resistance so dürfte das natürlich jetzt auch nicht ultra schwierig sein. Na. Aua. Los. Stirb. Seht und staunet, was er zu Fall gebracht hat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die größten Monster, sie fallen durch meine Hand und meine Axt. Und mein Riesenschwert. Habt ihr Bock auf Farbwechsel? So. Frost Refuge. Da haben wir doch gestartet. Ne, Divine Error oder nicht? War doch hier oder nicht? Sind wir durchgejumpt? Witzig. Witzig, witzig, witzig. Gut. Benutzt mal den Moment der spektakulären freien Zeit. Ich bin in 5 Minuten wieder da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann geht es gleich weiter mit Lost Epoch. Level 100, endlich. Ah, cool. Level sind wir. Nope. Start es nochmal. H? Nope. Nope. F ist es auch nicht. J? Nein. H haben wir auch nicht. Ach, komm schon. Okay, das wollte ich auch nicht. I? Nein. P? Ach, P wie Player. Ja, sorry. Wir sind jetzt Stufe 20. Und mit den Stufe 20 geht es gleich weiter. Wir gehen kurz in eine Pause. Bin gleich wieder für euch da. Bis dann. Tschüss.
So. Dann geht es weiter. Hier wollten wir hin. Eine Subquest? Eine Subquest. Shadow Valley. Okay. Ups. Hier wollen wir lang. Na, einmal ruf. Ich muss sagen, ich muss viel häufiger mal den Battlecry benutzen. Oh. Hier ist auf jeden Fall was. Hallstone. End Cataclysm. Okay. Lassen wir. Okay, wir bekommen ein Boxspringbett. Ein riesen Oschi bestellt. Uah. Mal gucken, ich bin gespannt. Meine Freundin wollte das unbedingt. Ich habe keine Ahnung, was das nachher sein wird. Ich war nicht mal dabei, als sie das Ding ausgesucht hat. Oh, total geil. Sie hat dann erzählt, ja. Wir müssen unbedingt mit ihren Freund vorbeikommen, damit er auch Probe liegt. Ansonsten kann ja sein, dass ihm das nicht passt oder nicht gefällt. Meine Freundin einfach so, dem gefällt das. Der pennt überall und immer. Und das stimmt auch. Ich glaube, ich bin der entspannteste Schläfer, den es gibt auf dieser Welt. Ich kann im Stehen schlafen, wenn es sein muss. Das ist übrigens eine Superheldenfähigkeit, so sehe ich das. Überall schlafen zu können, wo man will. Kommt ihr klar, ihr zwei? Warte, ich helfe mal kurz. Alter, dieses Gift ist unfassbar nervig. Oh, hallo. Oh, was war das? Was war das? Was war das? Sentinel Helm. Weiß klar, Sentinel. Aber ich bin kein Sentinel. Seit wann kriege ich denn Objekte, die ich nicht ausrüsten kann? Offhand. Aha. Ich will das ausrüsten. Das war das erste Mal, dass wir jetzt was bekommen haben, was ich nicht equippen kann. Beastmaster, Shaman, Druid. Nee.
Sentinel war der gute Herr mit Rüstung. So. Aber mich wundert es gerade. Und die Uhrzeit haben wir jetzt eine Bestätigung gekriegt. So. Kaputt hauen. 21. Wir haben einen neuen Spot. Berserk Duration 14%. Berserk also gibt Director of Beer. Berserk also granted effect. Ich hätte gerne länger den Effekt. Den Berserker Effekt. Das wäre cool. So, Elder Beach. Bonus Triple by using X. More melee damage und low HP. Less damage taken und low HP. Okay. Mode Ban und Weaponry. Das Ding ist, wir. Ach, unter 35%. Da gehen wir selten hin, aber ich mach's einfach mal. Das Ding ist, wir kämpfen ja. Wir haben ja uns sowieso noch nicht festgelegt auf eine Waffe. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwann nochmal passiert. Das ist ja totaler Quatsch. Was zu equippen. Ey, dieser Gift-Damage. Wo kommt der hierher? Hm. Ey, wenn die in der Linie stehen, dann fallen sie aber ganz schön um, ne? Oh. Ja, komm her. Na, geh weg. Ich überlege, ob ich gerade irgendwas Spektakuläres aus meinem Leben erzählen kann. Aber eigentlich war alles wahnsinnig unspektakulär die letzten Tage. Oh, hallo. Damit hat er nicht gerechnet. Au. Okay, den Treffer, den er gemacht hat, der hat aber auch gezündet. Rein da. Komm. Boah, Alter. Man echt aufpassen. Nicht weglaufen. Ihr kleinen Miesen. Ha, den holen wir uns. Hier ist wieder alles blank. Okay. Ah, der Feuer-Lizard. Schon wieder. Was ist das denn? Hier ist überhaupt kein cooler Stuff mehr. Ich fühle mich dezent verarscht. Na.
Ja, nichts mehr. Ja gut, wenn das Coole ist, ich hau einfach drauf, dann bin ich eben cool und hau einfach drauf. Ja, den nehme ich schon. Der kann weg und der kann weg. Was ist mit dem hier? 29. Das ist immer noch weniger. Das ist immer noch weniger. Critical Damage. Und Health. Komm. Ja, los, komm. Oh. Komm. Hier ist bestimmt wieder Sackgasse. Ja, raus da. Bleibst du wohl hier? Das ist so frech. Dass sie immer weg abhauen wollen, diese kleinen Giftspinnen. Hm. Ja. Nope. Hey, hier werden schon andere Spieler angebettelt, dass sie bitte online bleiben. Au. Du hast deine großen Brüder da hinten hängen lassen. Mit dem zusammen wäre das vielleicht was geworden, so. Ja, nicht der Fall. Jo. Ich glaube, wir haben es gleich. Halt. Ja, wieder eine Truhe. Okay. Jetzt wird's langsam nicht mehr lustig. Achso, hier ist gar nichts mehr. Oh, oh, Inventar. Sortieren und dann habe ich hier schon ein, zwei Meter, die ich überwinden muss, wa? Hm. Aha, ich hier von hinten anschleichen wollen. Obwohl es hackt. Der Einzige, der sich anschleicht, bin ich. Und zwar von oben. Direkt ins Gesicht. Hi! Guck mal, so schnell geht das. Alles schon für coolen Stuff hab. Ich müsste den bloß auch mal einsetzen, ey. Bin mir halt mega unsicher. Hallo, Großer.
So, hier bin ich. Wie? Wir haben es geschafft. Lost Refuge. Investigate Ruined Building Lost Refuge. Okay. Dann machen wir das mal. Was passiert? Also wir haben ja auf jeden Fall schon mal ein kleines Skorpionproblem. Das kann ich mit meinem Invest schon mal feststellen. Ah, daneben. Hm? So, was machen wir denn jetzt Feines? You are immune to damage while sleeping. Finde ich eigentlich ganz cool. You have a chance of reset free could win any can and oh. Da gehen wir hin. Mache ich so, so und so. Finde ich gut. Am allerliebsten, dass wir uns nur noch springend fortbewegen. Gegner hauen, springen. Gegner hauen, springen. Ja, das ist das Ziel. So, hier ist bestimmt auch nichts. Aha, ein Dämonenproblem haben sie also auch noch. Das tut mir jetzt ja ein bisschen leid. Es ist so wirklich viel wieder aufgebaut bei der letzten Zuflucht. Wird jetzt aber auch nicht, ne? Das meine ich. Der Berserker-Modus ist viel zu kurz für den ersten Schlag für mich. Ah, hier kommt ein großer. Komm her. Hä? Wo ist er denn? Noch irgendwer? Nee. Lightning. Oh. Auch noch mit. Windschatzen. Auch noch? Ja, also Freunde, so wirklich viel gemacht habt ihr hier nicht. Das könnt ihr mir nicht jetzt. Ah, guck mal, ein ganz großer Freund. Hm. Soll ich euch helfen? Cool. 3 Level noch. Dann machen wir den Druiden. Wir erhöhen den Stack. Warum renne ich hier hin? Sehe, dass es hier ist.
Gut. Sag mal. Aha. Oh, fantastisch. Fantastisch. Ich freue mich. Jo, ganz viel gelesen. Damit haben wir es jetzt abgeschlossen. Wir haben aber ganz schön ein Stückchen für die eine Quest gelatscht. Aber hey, dann ist dann. Runter für die nächste Quest oder was? Achso, ich muss erstmal Gedöns würde ich ganz gerne verkaufen. Dann gehen wir erstmal zurück. Kultistencamp. Achso, das habe ich schon voll. Ja, komm, wir machen die Lightning Damage noch ein bisschen hoch. Hallo? Wo ist der Verkäufer? Achso, lass mich raten. Hier sind keine Kultisten mehr. Oder doch? Ah, wieso ist der Verkäufer weg? Was soll denn das? Ja, frech. Hi, ich habe die Quest erledigt. Gibst du mir was? Gerne. Voll gerne. Ah, ich bin Vater. Okay, ich sollte mal kurz die Sachen durchgehen, die ich habe. 1,2 Minions increase. 11. Wie trage ich das denn mit mir rum? Ist das hier increase melee attack speed, increase throwing attack? Fire damage, physical damage. Nope. Health. Okay, das ist jetzt Physical Damage geht höher, Lightning Damage, dafür mehr Mana, Poison Resistant, 6%. Wird auch egal. Machen wir mal so. Gut. Gut. Dann verkaufen wir mal ein bisschen was. Bitte, bitte, bitte. Henrik 35, 33 Critical. Dodgen, nope. Ah, verdammt, hab ich nicht geguckt. Krieg ich hierfür 11. Den ganzen Kram überhaupt mit mir rumschleppe, ey. Hört sich nicht sehr belohnt an. Wenn ich den ganzen Stuff verkauft habe. Aber okay. Los, Mappos. Zu denen. Weißt du, irgendwo noch eine Quest rum, die wir abgeben können? Scheint auch recht dicht zu sein. Ja. Ace.
Okay, cool. Wieso konnten wir denn da vorhin noch nicht rein? Oder sind wir da nicht reingegangen? Wohl, daran hätte ich mich erinnert. Was heißt exploren? Einfach nur rumrennen. Das sieht so cool aus, dieser Temple of Eternia. Oder Itera. Na gut. Ah, ich liebe es, die Raptoren zu verprügeln. Weiß nicht warum, aber irgendwie ist das ein schönes Gefühl. Achso, die sind tot. Aber komisch. Naja. Upp. Hier erstmal unten lang. Hier so ein Baumfeld. Sind aber auch schnell. Okay, der Berserker stackt doch ziemlich. Muss bloß treffen. Ja. Das war knapp. Im Moment nicht aufgepasst. Dachte, bleib ich einfach mal in der Mitte ein bisschen stehen. Oh, sehr cool. Das passt ja perfekt. Bam! Bin nicht mitgerechnet, ne? Ich auch nicht. Gar keiner von denen bewegt. Hm. So. Wow. Alter Schwede. Da ist gerade ganz schön viele Menge Kohle bei abgefallen. Hi. Mm-mm. But you please the fuck not. Thank you. Boah, wer bist du denn? Hallo. Das war aber ein kurzer Besuch von dem Herrn. Riesendino. Aha. Ihr seid also kleine Flitzi-Raptoren. Hier ist eher so Gornischt. So, dann wollten wir hier runter. Und dahin. Geil. Geil, geil, geil. Dann haben wir nur noch die zwei Elemente, die wir selbst geskillt haben. Das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Aber nur für uns. So.
Hallo, kannst du bitte liegen bleiben? Respawn gibt's hier nicht. Der läuft jetzt hier aber überall rum. Problem ist bloß. Hält leider nicht so viel. Hält bloß leider nicht so viel aus, wie er aufhalten wollte. Ah, ich stehe drauf. Ach, schon wieder sowas. Prime Evil Dragon. Aha. Okay. Also, ich wäre ja beeindruckt. Oh oh. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ah. Jetzt wurde ich von einem Angriff getroffen und der knockt mich gleich komplett aus. Bin ich ja mittelmäßig. Bin ich wirklich mittelmäßig. Oh. Ein Item. Das hat sich ja richtig krass gelohnt. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Achso, ich bin noch gar nicht fertig hier. Das war quasi nur ein Bonus. Ja. Apropos, wollen wir einfach mal gucken. Ob wir den ein bisschen upgraden können. Was von. Lightning Resistance machen wir auch hoch. Aha. Okay, hier können wir also die Glyphen benutzen. Hier können wir die Steine benutzen. Okay, das habe ich hier noch gar nicht aus mir angeguckt. Destroys an item and creating random of nope. Rerolls the value of all effects. Nope. Remove the random effect. Nope. Let's run. No. Changes item into a unique or set item. Same type. Das würde mich jetzt mal schon interessieren. Wollen wir das machen? Oder sagt ihr eher so Itemverschwendung? Ah, was soll's, man lebt noch einmal. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Aber es... Warte mal. Change an item to unique. Ist das unique? Hm. Muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt unique ist. Ich glaube, unique ist rot. Wir werden es rausfinden. Ist jetzt nicht euer Ernst. Eternal Damage, increase Eternal Damage.
Was soll denn das? Hallo? Das ist ja super quatschig. Das bringt mir ja gar nichts. Ich fühle mich betrogen. Oder überließ ich irgendwas, was total krass ist. Ne. Das ist alles langweilig. Was kann ich denn jetzt noch machen? So, Ruined World? Nee. Kann ich jetzt hier? Achso, nee, doch. Das war's eigentlich schon. Okay. Okay. Dann sind wir in der Ära durch. Alles klar. Hier. Gehen wir hier hin und traveln hier hin. Das war unser kleiner Abstecher schon. Aber. Nee. Ich fühle mich leicht verarscht. Jetzt bin ich wieder hier. Hier gibt es ja gar nichts zum Verkaufen. Ja dann. Ab zur Council Chamber. Ich habe Quatsch für dich. Einmal das, einmal. Aber gar nicht schlecht, ne? Na gut. So. Hast du irgendwas Cooles für mich? So, ist das nur so quatschig hier, was man kaufen kann? Ah, guck mal. Geh mal zum Shophändler gehen und sagen so, wow, das ist ja amazing, was du hast. Ich hätte das so gerne und nicht hier so randomly versuchen, irgendwas Krasses zu bekommen. Und mal ausprobieren. 4600. Oh nee, Alter. Bin da einfach kein Freund von. Ah, siehst du? Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Braucht der 3 Plätze? Unsicher. Ei. Achso, ja, der braucht noch oben. Witzig. Selbst wenn ich wollte, könnte ich den nirgendwo hinsetzen. Ach, 2 Plätze. Hä? Easy. Ah! Puzzle Wunderkind. Mit Mian. So. Könnt ihr mir mal eben die Tür anzeigen, wie ich da hinkomme? Oder muss ich da jetzt einen riesigen Bogen laufen? Offensichtlich. Na dann, auf! Hopp, meine Vöglein. Gefühlt war ich hier schon.
Ist aber auch sehr dunkel hier. Also sehr viel, sehr dunkel ist. Also geil, wenn ich den Warcry mache und danach den Angriff verkacke, dann ist meine Rage sofort weg. Ii. Du siehst wirklich nicht cool aus, Freundchen. Ich denke, so einen Quatsch ein. Oh! 16 plus 1. Okay. Ja, nicht aufgepasst. Stellt euch vor, unsere einzige Fortbewegung auf dieser Map wäre springen. Wäre das nicht schön? Ihr kommt klar, oder? Wie? Weil ihr seid auch nur ein riesengroßes Schleimhaufen hier, ne? Wieso kommt meine Rahmen da durch, aber ich nicht? Das ist ja frech. Oh, schön da bleiben. Das meine ich. Oh, und nächster rein. Und ouch. Bin mal gespannt, wie das Endgame nachher aussieht. Ausgesetzt, wir kommen überhaupt so weit. Weil das Ableveln, das schlaucht sich jetzt schon. Hätte gerne mehr schnelle Level-Ups. Mehr Skills zum Rumprobieren. Hi. Keine Ahnung, was ich gerade aufgesammelt habe. Ah! Unser Freund. Den kleinen Eiskäfer. Du machst das sehr gut. Schön die Gegner einfrieren. Damit wir sie zerhacken. So. Jetzt hier unten lang. Also auf jeden Fall gibt es hier nichts Spezielles. So. Ja, schon wieder daneben gehauen. Range ist weg. Rage. Rage ist. Ja, nee, okay, den Weg gehen wir nicht nochmal. Stufe 23. Ach komm, wir gehen nochmal schnell. Oh. Denn hier? Aus dem Nichts. Meinte er, sich an mich ranschleichen zu können. Und schon, das ist doch hier einfach bloß der Weg zurück. Ja. Komm. Den Quatsch lassen wir.
Gut, einfach bloß ein anderer Weg gewesen. Nice to know. Ah, hier. Mit den Tech Speed. Ja. Das wird witzig. Wenn wir uns daher verwandeln können und so. Das wird schon. Das wird schon cool. Ey, hier war wirklich 3 Meter entfernt die Tür, ne? Wir wären jetzt bestimmt nochmal durch die ganze Map gelaufen, wenn wir nicht einfach reingegangen. Ich hätte sich wieder zurückgegangen. Hallo? Seid ihr denn? Seid ihr feurige Statuen? Ah! Du warst das, ne? Sehen. Ich glaube, wir sollten einen anderen Weg gehen. Oh. Oh, ich glaube, hier können wir auch lang. Oh, jetzt wird es hier aber ziemlich gemixt, wa? Hallo, Großer. Ach, komm. Wollte ich doch sauber anspringen. Wie cool. Die einfach zerlegen hier. Aber wo kommen die her? Ah. Von hier raus, offensichtlich. Geklärt. Achso, ihr gehört zu mir. Cool. Hallo, Großer. Das war aber keine sehr schlaue Idee. Wir marschieren weiter. Ja. Das Reinspringen und danach der Battlecry, das fühlt sich zwar richtig an, aber irgendwie steht danach niemand mehr, um den Battlecry abzukriegen. Ah. Warte mal. Wir gehen erstmal hier lang. Aber der Tempel von Etera ist ja laut dem anderen Ding, also laut der Ancient World, ja wo ganz woanders. Bin gespannt. Hallo. Überrascht. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh. Machst du hier gerade meine 2 Kumpels an? Ich hoffe doch nicht. Deine Zunge, die kannst du auch mal eingezogen lassen. Das müsste Avoiding Nest heißen. So nervt. Ah, ich glaube, wir sind im Tempel. Aber offensichtlich nicht mehr viel davon über, wa? Hm.
Es ist ein absolutes Rätsel, wie die Raben das mir die ganze Zeit schaffen, so lange zu überleben. Weil die rennen ja auch richtig alleine in Gegnermassen rein. Und trotzdem halten die das aus. Also fast besser als ich. Was mich verwirrt. Denn ich glaube, ich habe ein, zwei mehr Muskeln als zwei Raben. Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ja, völlig falsch. Hallo, Große. Hallo, Große. Boah, jetzt habe ich schon wieder in die Luft geschlagen. Au. Could you please not? Danke. Da sollte ich weiter runtergehen. Ja, hier ist ja Schluss. So, unten ging es ja wirklich nur in die exakt andere Richtung. Ah, was war das denn? Oh, ai, das war knapp. Aus Versehen rausgetappt. Entschuldigung. Sind wir wieder cool? Wir sind wieder cool, ne? Ah. Bin ich doch tatsächlich gestorben, ey. Gar nicht. Vor allem weswegen? Hier war doch gar keiner mehr. Jetzt bin ich bitte gestorben. Dann haben sie mich totgekitzelt oder was? Was ja frech. Aha! Das warst du bestimmt. Rache für mich. Ey, sag mal, von wo kommt denn das hier immer alles? Das ist ja frech. Ich glaube, wir haben den Tempel. So. Please lift me up. Hi. Ich kann leider nicht lesen, was da stand. Aber ich denke, es wird von Interesse gewesen sein. So, sag mal. Das Risiko gehe ich nicht normal ein. Der Drache hat mich schon vorhin genug genervt. Mit seinem One-Shot-Kill. Du bist auch so ein Blitztyp, ne? Hey. Ja, nee, komm, lass das. Das war ein Kinderspiel. Nur ist das kein Spiel für Kinder. So. Welches Level bin ich? Ey, es fehlt nichts mehr. 25. Ich glaube, wir sind soweit. One unspent point. Den geben wir hier aus. So. Kann ich jetzt? Hallo, ich bin voll. Also. Hier. Mir wurde gesagt, Stufe 25 kann ich das machen. Wo sind die Fanfare?
Habe nach den Fanfaren gefragt. Hill of Eterra, okay. Also ich glaube, vor 6000 Jahren, nee, vor 7000 Jahren sah das besser aus. Aber würde ich jetzt einfach mal so mein Gefühl sagen. Aber wie schon gesagt, ist jetzt so ein reines Gefühl. Wo kommt ihr denn her? Diese kleine Void-Schlange. Beim Spinnen. Heide, nein. Gut. Ach so, ich habe nur Skills. Ich bin noch gar nicht Stufe. Ein Level noch. Das ist ja frech. Na gut, packen wir das rein. Eine Lightning Damage versus Steph 2. One Two-Handed Axe. Ended Maze. Nehmen wir den. Halt! Ich kann ihn noch benutzen oder nicht? Warum kann ich den nicht benutzen? Ah, jetzt kann ich den benutzen. Okay. Müssen wir uns noch eine schöne Maze besorgen? Gut. Das werden wir aber beim nächsten Mal tun. Mich reicht es für heute. Wir kommen vorwärts. Wir kommen vorwärts. Das ist doch schön, oder? Ich werde mich dann für heute verabschieden. Vielleicht geht es morgen weiter. Mal schauen. Und lasst gerne ein Follow da. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass wir nämlich so eine dass wir keine Storage-Spiele spielen. Oder Multiplayer-Spiele, wo ich mit anderen zusammensitze. Weil ich kann immer nicht so viel, ich kann nicht so entertain bei den Spielen, aber ich spiele es halt gerne. Darum muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich werde mir ein paar hübsche Themen überlegen, die wir beim nächsten Mal spielen von dem Game anschneiden können. Und dann werde ich euch über Gott und die Welt, werde ich euch alles erklären, was ihr schon immer wissen wollt. Dato wünsche ich euch noch einen wundervollen Restabend. Es war mir eine Ehre, Vergnügen und ein Privileg, euch heute Abend da sein zu dürfen. Follow da lassen, würde mich freuen. Und damit ihr auch Bescheid wisst, wenn es das nächste Mal weitergeht. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.